Hallo und herzlich willkommen bei Nachtaktiv Gaming. Ich bin der Resturlaub. Endor steht auf dem Programm. Und Häuptling Tabu hat unsere nächste Quest. Mal gucken, was er diesmal von uns möchte. Die Schädeldinger greifen an. Kaputt. 1 von 5. Oh. Jetzt wäre es natürlich clever zu wissen, wo die ganzen Stationen sind, bevor wir ihm jetzt hier mit dem Lichtschwert zusetzen. Ich hatte jetzt natürlich gehofft, dass die ein bisschen... Und jetzt sind wir auch schon wieder tot. Ach, das gibt's noch nie. Aber wir haben ja den guten Han Solo parat. Der auch nur ein halbes Leben hat. Scheiße. Okay. Vielleicht ist Warten die richtige Taktik. Wobei... Der gute Han ja doch schon mit dem Blaster ein bisschen was reißen kann. So, wo ist der nächste? Der nächste kommt von dort hinten. Ich hoffe, den können wir direkt wieder mit der Falle eincatchen. Das sieht gut aus. Wenn er wieder auf der Plattform steht, werde ich einfach hier drauf schießen. Und abwarten, was der Galgen mit dem Hühnchen vorhat. Und jetzt. Ha! Sehr gut. Und der nächste kommt auch wieder aus der Richtung. Aber das dauert mir, glaube ich, zu lange, bis er da ist. Den fangen wir uns mit Han Solos Blaster so ab. Oh Mann. Die Entfernung verändert sich nicht. Entweder geht er genau in die entgegengesetzte Richtung. War ein Fahrzeug gar nicht so verkehrt gewesen. Ja, da hinten bewegt er sich. Er ist noch nicht in Zielweite. Mal gucken, ob er das überlebt, bevor er hier ist. Okay. Platt gemacht. Super, Han. So, die nächste Quest steht parat. Artis. Nein, doch, zwei sind's. Mehrzahl war korrekt. So ein Speedrun wäre ganz cool. So ein Macht-Tempo-Flitzer. Eine gelbe Quest sehe ich noch nicht. Ich hoffe nicht, dass es wieder Wicked ist, der uns irgendwelche musikalischen Aufträge gibt in Form von beschaff mir eine Tuba. Warum Tuba? Ich weiß es nicht. Nein, eine gelbe Quest erscheint auf der Map. Die sammeln wir uns auch gleich ein. Wir haben Hans Spezialattacke immer noch nicht ausprobiert. Bei der nächsten Invasion der Sturmtruppen werde ich das versuchen. Okay, Lando Calrissian hat die nächste Aufgabe für uns. Also so langsam sollte doch klar sein, wo das Lager der imperialen Truppen ist.
aufzunehmen. Na, sag ich doch. Position, aber das wird kein Zuckerschlecken. Sobald wir im imperialen Stützpunkt sind, müssen wir irgendwie den Schildgenerator vernichten. Okay. Ich weiß auch nicht wie. Wir müssen uns einfach unterwegs was überlegen. Wie immer, nicht wahr? Ja, Improvisation. Wünsch mir Glück. Vom Feinsten. Okay. Aufspringen. Hier ist eine Wand. Scheiße. Plan fehlgeschlagen. Gut. Oh. Powerfeuer hat er. Hätte ich vielleicht vorher mal wissen können. Und gleich nochmal. Aber er visiert auch dann nur einen an. Das ist ein bisschen blöd. Eine coolere Attacke wäre es natürlich gewesen, wenn es so ein bisschen mehr flächenmäßig gewesen wäre. Schlagen kann er natürlich doch, der gute Han Solo. Ich habe bis jetzt immer nur die falsche Taste für Schlagen gedrückt. Gut, dass mir das jetzt auch mal auffällt. Das Schlagen mit Dreiecke. Und ich sehe gerade, das Leben unseres guten Han Solos ist auch schon gleich wieder vorüber. Deswegen sammeln wir uns mal schnell hier das Leben ein. Hier hinten ist noch Leben. Oh Mann. Nicht so effektiv, wie ich mir erhofft habe. Aber ich glaube, wir haben gerade zwei getroffen mit der Superattacke. Ein bisschen Handicap-Match. Ich wollte mir ursprünglich einen AT-ST mitnehmen. Hat ja wie gesehen nicht geklappt. Okay, der ist zerstört. Oder kann ich mir den jetzt... Ne, den kann ich mir jetzt wahrscheinlich nicht schnappen. Oh. Scheibenkleister. Ja, ist ja gut. Vielleicht erstmal die Kleinen wegsnacken. Oder auch nicht. Zeit für ein Lichtschwert. Na, wie dicht muss er denn sein, damit das funktioniert? Okay, da fällt das zweite Hähnchen um. Und das Leben ist auch schon wieder drastisch weit unten. Gut, dass ich so viele Figuren habe. Da Kalle mich ja im Stich gelassen hat, ist es durchaus ein bisschen schwieriger. Ich weiß nicht, welchen Schwierigkeitsgrad ich hier eingestellt habe. Okay. Weiter geht's. Oh! Kein guter Plan, kein guter Plan.
Ach du Scheiße. Wir holen uns nochmal Unterstützung. Zeit für Prinzessin Leia. Level 14. Stern angreifbar. Das gefällt mir ja schon mal ganz gut. Ist eine Falle. Ich weiß nicht, der Ton war eben ein bisschen leise. Ich habe so gut wie gar nichts verstanden. Ja, Entschuldigung für diese falsche Einstellung. Wobei ich im Vergleich zu den vorherigen Videos da nicht nochmal dran rumgespielt habe. So, wir befinden uns jetzt im Millennium Falcon und baggen hier durch die Gegend. Gucken, was wir jetzt machen dürfen. Wir haben Sternzerstörer, die ganze Wellen an Jägern ausschicken. Wir müssen beide treffen. Das Gute ist, wir können gleichzeitig an zwei Orten sein, oder? Ja, ich kann an fünf Orten gleichzeitig sein. Die T-Jäger greifen das Flaggschiff an. Ah, okay, jetzt habe ich es gecheckt. Wir drehen nochmal um. Den Flieger nehmen wir noch mit. Nein, nehmen wir nicht. Wir lassen uns hier auf falsche Richtung. Eins von zwölf, super. Wo sind denn die nächsten Targets? Okay, da oben ist eins. Wir können auch schnell fliegen, wenn wir R2 gedrückt halten. Und langsam, wenn wir L2 gedrückt halten. Das sollte ich vielleicht auch öfters jetzt mal tun. Dann kann man das Ziel nämlich ein bisschen besser ins Target kriegen. Buttonbashing vom Feinsten. Gut, der erste Sternzerstörer ist angeschlagen, wenn nicht sogar vernichtet. Wir ignorieren jetzt einfach mal den Angriff der TIE Fighter, um die Schlacht von Endor zu gewinnen. Okay, jetzt gehen wir wieder eine Etage tiefer. Das Ding hält ganz schön was aus. Einmal noch. Okay, wo muss ich ihn nochmal treffen? Ich hab's vergessen. Wo ist das Ziel da? So. Zwei Sternzerstörer sind erledigt. Jetzt müssen wir von Admiral Akbar, dem Oktopusmenschen. Muss ich da jetzt landen oder was? Was will er denn von mir? Ich kann ja unmöglich. Und
Das ist doch... Ist das nicht hier ein gutes Fahrzeug? Jetzt bin ich irritiert. Was ist meine Aufgabe? Ich habe die Aufgabe nicht verstanden. Okay. Ah. Gut. Das war vielleicht jetzt nicht so gut. Das kostet mich bestimmt auch einen Stern, wenn nicht sogar zwei. Mission gescheitert. Cool. Gold 1, hier Rot 1. Willkommen beim Kampf. Spät wie immer. Dein Ernst? Den ganzen... Die haben es auf das Flaggschiff des Admirals abgesehen, Home One. Und auf die Lazarettfregatte Redemption. Ah, okay. Wir haben Sternzerstörer, die ganze Wellen an Jäger geschickt. Ja, wir haben es verstanden. Wir müssen beide treffen. Das Gute ist, ja, wir werden beide vernichten. Ja, ja, ich kann mich auch zerreißen. So, das geht jetzt alles ein bisschen schneller, denke ich. Die T-Jäger greifen das Flaggschiff an. Muss nur schnell genug sein. So, jetzt gehen wir hier mal ein bisschen, mehr Gas. Ja, Gold 1. Du kannst mich auch Millennium Falcon nennen. Jetzt nur noch die beiden Knubbel da oben. Und dann gehen wir mal auf die TIE Fighter. Nicht fast, er ist zerstört. Und jetzt holen wir uns hier die... Wir haben auch überhaupt gar keine Unterstützung hier in der Luft, wie ich sehe. Wir sind hier komplett... Wir können aber an zwei Orten gleichzeitig sein. Ja. Sehr gut. Ist halt nur nicht so einfach. Noch vier. Na, das ist doch gleich wieder hinüber hier. Der hat irgendwie nicht gezählt. Was ist mit dem da? Ja, ich würde euch ja gerne verteidigen, wenn das nicht so unheimlich schwierig wäre. Die zählen auch nicht. Zählst du? Du zählst, toll. Noch zwei. Einer noch. Und der befindet sich wo? Das ist bestimmt keiner, das ist zu weit weg. Ich sehe ihn nicht.
Basis 1. Die Schilde sind unten, die Systeme versagen. Wir halten nicht mehr lange durch. Okay, komm. Prinzessin Leia, ich oh, Gott sei Dank. Ab. Sie ist viel zu gefährlich. Eure Bedenken wurden zur Kenntnis genommen. Aber wir müssen diese Sache zu Ende bringen. Wartet nicht auf uns, Admiral. Wenn eure Gleiter den Kern erreichen können, dann legt los. Sollten wir da nicht mehr rauskommen, dann errichten sie ein Denkmal oder so. Viel Glück und möge die Macht mit euch sein. Das wird sie. Der Sohn von Skywalker ist in der Nähe. Er wird kommen und wir werden ihn dann zur dunklen Seite der Macht bringen. Ich habe es vorhergesehen. Seid ihr euch eurer Gefühle hier klar, Lord Vader? Ja, Meister. Oha, der Imperator und Lord Vader erwarten uns bereits. Aber ob wir der dunklen Seite widerstehen können, ob wir gegen Vader gewinnen, ob es sich wie im Film abspielt, man darf gespannt sein. Ich freue mich auf das Finale. Schaltet doch wieder ein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.